Und willkommen zu einem neuen Stream zu Paper Mario Color Splash. Dann wollen wir mal schauen, wo es weitergeht. Wir wollten, glaube ich, hier mal Vulkan Sierra schauen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Es ist zwar nicht so lang her, aber ich weiß es nicht mehr. Ein blauer Shy Guy. Nee, Sniffet. Der Vulkanfenster ist hier in meiner Ecke richtig schön kühl. Das ist der einzige Zufluchtsort vor der glühenden Hitze. Und er gehört mir. Eine wunderschöne Melodie. Hier ist es so heiß, da fließt einem ja der Flieger einem der Decke von der Dose. Muss wohl da liegen, dass wir gerade rings in den Vulkan reinmarschiert sind. Wo wir gerade über öffentliches reden, fall bitte nicht in die Lava, okay? Oh. Oh, wir müssten hierher. Denn hier ist jemand. Genieß diesen Anblick. Willst du nicht auch furchtbar. Fühlst du ihn nicht auch furchtbar inspirierend? Naja, vielleicht von einem furchtbar. Auf jeden Fall hat mir dieser Ort inspiriert, meinen Rettertätigkeit ab morgen noch Flöger nachzugehen. Bis dahin werde ich meinen Mut durch das Verspeisen von richtig scharfen Pepperoni, du weißt, stellen. Gabberrettort Nummer 11, bereits im Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier in Port Prisma, auf unseren Anführer warten. Der Anblick ist wirklich nicht von schlechten Eltern, Mario. Man wird das Gefühl nicht los, dass noch mehr dahinter steckt. Allerdings gehe ich momentan nicht gerade die Post ab, oder? Du könntest natürlich ein bisschen über die Lava laufen, aber wir gehen den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Ab in die Lava! Ich spring nicht mehr in die Lava. Ich spring nicht mehr in die Lava. Auf nach Port Prisma. Oh, nicht du. Ja, ich muss den. Du blöder Shy Guy.
Ich muss doch den ganzen Weg hinterherlaufen, dir. Kriegst die Schuhsohlen ab. Stimmt, wir wollten sowieso nach Port Prisma. Jetzt erinnere ich mich wieder. Lass deinen Mal hier, Koyen. Neuigkeiten von den Redakouts. Ich stehe zurzeit nicht mit einem meiner Anführer in Kontakt. Mario, hörst du da draußen einen Anführer der Redakouts begegnen? Erinnere ihn daran, mir Bericht zu erstatten. Uha, jetzt sind sie orangentot. Jetzt sind es die orangen Redder Toads. Was war ich eigentlich noch hier? Ah ja, hier war eine Nachricht. Peach Post, die zweite. Mario, von der Lüfterlehre aus hab ich... aus Haarauf... 65 Mario, von der Luftgeleere aus, auf der ich festgehalten werde, habe ich etwas Schreckliches beobachtet. Ein entsetzliches schwarzes Ding wurde auf die Sierra Löwenzahn abgeworfen. Innerhalb einer Augenblicks hat es alles schwarz gefärbt. Bowser hat nur zugesehen und gelacht auf eine sehr selbstzufriedene Art. Er muss den Befehl zugegeben haben. Rette mich! Nach oben geht's raus. Ich weiß nicht, warum ich nach unten gehen will, aber oben geht's raus. Wir müssen nochmal den Terrakotta-Tempel. Tempel. Terrakotta Tempel und kein Krempel. Ja, der Terrakotta Krempel. Wie viele Karten habe ich eigentlich zur Verfügung? Platz noch.
Ab 82 von 99. Und ich heißt immer noch, ich muss mal mehr verbrauchen. Aber erstmal ein paar neue holen. Starry-Karten kann man immer gebrauchen. Das war knapp. Apropos Karten verbrauchen. Los, Mario! Los, Mario! Das klappt doch gut. Muss man wirklich mehr Dings- und Scherenkarten nutzen. Und eine andere Karte noch besorgen. Flieg! 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 Und... Wow. Du lässt mir 6 Karten übrig. 2x Dreierhämmer und der Rest war Riesenhämmer. Ja. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo die letzten Prozente sind. Oh, Garmik!
Was müsste es einmal sein? Und die Karte einmal. So. Genau die ich haben wollte. Der Feuerlöscher nochmal. Schnell weg, das Haus brennt. Ich hab das Timing für hier bekommen. Versaut. Nee, ich hab noch keine Ahnung. Mario. Ich habe keinen Pilz. Immer ruhig bleiben. Ich spiele einfach einen Klempner, der bekannt ist für seine Sprünge, die er im Moment nicht hinbekommt. Das großartige Sprungtalent Mario schafft es nicht zu springen. Nur richtig zu springen.
So, es geht los. Ach. Warum klappt es jetzt gerade nicht? Muss irgendwo etwas übersehen haben. Und wieder arme Spike. Bin ich mal so weit gegangen. Ich habe immer keine Ahnung, wo ich was übersehen haben soll. Ich weiß nur, es heißt wieder Pottprisma. Und wir haben hier jetzt... das goldenes Kolosseum. Aber hier möchte ich auch gerne die letzten 7% haben. Okay. Im schlimmsten Fall habe ich da oben was übersehen. Ich habe keine Ahnung.
Port Prisma. Auf zum goldenen, goldenes Kolosseum. Wo wir den nächsten großen Abstand finden werden. Oh, da kam's! Was war das? Vielleicht sollten wir uns bei dem Schalter dort anmelden, bevor wir hineingehen. Roter Kampf! Tut mir leid, was ich eigentlich sagen wollte ist, im Golden Kolosseum findet gerade der große Kampf statt. Da habe ich mich wohl etwas von der Dramatik mitreißen lassen. Also wenn du später noch einmal vorbeikommst, kannst du kämpfen. Und tolle Preise gewinnen, zum Beispiel einen großen Farbstern. Hat er da gerade eben gesagt, wir können einen großen Farbstein gewinnen? Aus dem Weg! Den großen Kampf gewinne ich mit Dings! Oder du gewinnst ihn. Schließlich bist du der Held, Mario. Mario? Hat der Farbmann dich gerade Mario genannt, Mario? Nein, ich bin Luigi. Genau, hier... Wie ich mir gedacht habe, du wurdest bereits von jemandem für den nächsten großen Kampf eingetragen. Wirklich? Wer könnte uns den eintragen wollen? Schließlich sind wir hier noch nie zuvor gewesen, weißt du? Aber das ist wahrscheinlich der Vorteil, wenn man berühmt ist, oder Mario? Geh durch die Tür zu deiner Rechten und melde dich beim Vorauswahlschalter. Und ich sage nein. Was dann? Ziemlich dunkel hier drin, oder? Weil die machen es wirklich spannend. Ich kann kaum abwarten, jeden, der sich mir entgegensetzt, im Grundkampf zu besiegen. Ich meine, ich kann es kaum erwarten, dir dabei zuzusehen. Meine Güte, du bist einfach eine Katastrophe. Wollen wir mal. Wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen problematisch in den Karten werden. Okay, ich habe doch genügend Platz. Du kommst mir sehr siegreich vor und man kann dein Gesicht sehen. Als Shy Guy würdest du dich nicht alles gut machen. Ich will auch kein Shy Guy sein. Obwohl? Nee. Oder? Nee. Obwohl? Nein.
Ich würde so gerne im großen Kampf mit dabei sein, aber ich weiß einfach nicht, ob ich dafür bereit bin. Weißt du, was ich meine? Kumpel, lass es mich ganz klar sagen. Du hast nicht, was es für diesen Kampf braucht. Nicht nur nicht übel. Umkleide 1. Ciao. Guys. Meine Jungs sind aufgewärmt und bereit für den Kampf. Sieh sie dir nur an. Du applaudierst so laut, wie du kannst für die Show, Guys. In Ordnung? Also die machen da Alba rein. Umkleide 2. Für den großen Kampf finden wir hier einen großen Sprung und einen großen Hammer. Ich werde auch mal mit denen reden, Option. Er drehte sich um und fängt an zu laufen, ja, und dann siehst ihm völlig an, dass er vor Angst fast aus den Latschen kippt. Der Champion umkreist ihn also, aber den sieht er nicht einmal an. Er sieht einfach nur auf den Boden. Und bevor man es versieht, dreht er sich um, springt zwischen den Beinen des Champions hindurch und rennt zur hintersten Wand. Unglaublich. Was ist denn passiert? Leute, ich sitze gleich neben euch. Hört auf, in der dritten Person über mich zu reden. Okay. Das hier ist meine Umkleide, aber ich habe mich ausgesperrt. Das war sein für meinen großen Kampf, oder? Umkleide 3. Verriegelt. Ich bin mir ganz sicher, dass ich den Grundkampf gewinnen könnte, wenn ich nur die richtige Waffe hätte. Wie mache ich da etwas vor? Ich überstehe nicht einmal den Eingangstest. Lehrraum, Ausrüstung mitnehmen, verboten. Ja, merkwürdig. Ich bin mir sicher, dass ich ihn genau hier hingelegt habe. Wie hast du den nur verlieren können? Weißt du gar nicht, wie schwierig es für mich war, ihn im Kupfer Canyon zu stehlen? Ihr habt den Knochen gestohlen aus dem Kupfer Canyon. Aber er war genau hier. Er muss einfach noch hier irgendwo im Kolosseum sein. Leute, ich beruhige euch mal. Jetzt beruhigt euch mal an. Konzentriert euch. Jetzt nehme ich euch alles Gelbe weg, das ihr hier haben könntet. Ihr seid jetzt zwar nicht farblos, aber habt keine Reservefarbe mehr. Boom. Okay, das war's hier unten. Aber oben war wahrscheinlich auch noch was. Die Zuschauer sind zurzeit gesperrt. Komm bitte später wieder.
Wenn du am großen Kampf teilnehmen möchtest, musst du dich am Schalter rechts registrieren. Ich möchte aber nicht, ja. Ich will mir aber es ansehen. Willkommen beim Vorauswahlschalter zum großen Kampf. Meine Aufgabe besteht darin, unqualifizierte Bewerber auszusieben. Steckt dir die Gemeinheit förmlich in den Knochen? Ich weiß es nicht. Ach so. Ich kann mich nicht zulassen, dass du dich auf bis auf die Knochen blamierst. Du bist für den Kampf nicht qualifiziert. Kannst knicken. Komm zurück, wenn du Inventar mehr als nur Haut. Mehr als Haut ohne Knochen ist. In der Zwischenzeit bist du auf den Zuschauerplätzen vielleicht besser aufgehoben. Okay. Jetzt dürfen wir hin. Wenn einfach nur sagt, die Gemeinheit steckt uns nicht in den Knochen. Das ist Mario. Wir sind ja die liebste Person im ganzen Pilzkönigreich. Können doch nicht mal lügen. So. Über die Treppe kommst du zur oberen Etage. Sei vorsichtig bei Zuschauer, die den Kampf bereits verloren haben, denn sie sind in der Regel nicht glücklich darüber. Na toll. Ein Dreierball wird doch klappen, oder? Au. Dafür brauche ich nicht mehr so viel Farbe. Ja, vielleicht doch besser gewesen. So, das müsste euch reichen. Und jetzt bist du kaputt. Oder auch bei diesem Exzellent. Dann muss der Puschen her. Wieso kriege ich einen Präzedent mit dem her? Oh, eine haben wir Bruderkarte. Oh,
wir haben es bis zur Außenwand geschafft. In der Arena bringt mich keine 10 Pferde. Oh nein, wenn ich mal abdrehe, dann ist es mit Würde. Wenn ich von Mario oder Luigi plattgestampft werde, natürlich. Oh, wie Ninjas, das gefällt mir. Und in den Kampf geraten. Das müsste reichen. Danke, Koopa. Es war mir eine Ehre, mit dir zu kämpfen. Einen Faltungsblock. Blöde. Es ist eine, wenn der gelbe Stern erscheint, eine kleine Verzögerung machen. Und bei euch... Versuche ich damit. So. Dann wollen wir nochmal versuchen.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ich weiß nicht, warum ich meinen Farbhammer nutze, aber. Was war das denn gerade? Ah, toll, das ist gar nicht schön. Gar nicht schön. Das darf doch nicht wahr sein. Schlürfer, nein. Du wolltest den Zorn. Jetzt kriegst du meinen Zorn. Sicher, sehr sicher. Und auch wieder geschafft. Warte, ich muss doch hier rum. Oh. Und was wollt ihr? Wir sind nur einfache Goombas von Lande gekommen, um unserer Kampf- und Lieblingskampfsport beizuwohnen. Okay. Leute, Leute, jetzt beruhigt euch mal und konzentriert euch.
Das sieht total gefährlich aus, aber gegen den Champion hat das auch niemandem geholfen. Wie man das wohl verwendet? So verwendet man es. Quetschen! Ein Flaschenöffner. Nutzt das Prinzip des Hebels, um Flaschen von Kronkorken zu befreien. Und quetschen. Eispickel. Mit dem zulaufenden Spitze wird gefrorenes Eis in glasgerechte Portionen portioniert. Hier gab es einmal ein ziemlich scharfkantige Waffe. Hoffentlich setzt die niemand im Kampf gegen mich ein. Ich frage mich, was mit der total abgedrehten Waffe wohl passiert ist, die ich genau hier gestanden hat. Ich lausche, um ein paar Tipps für meinen nächsten Kampf zu bekommen. Willst du auch? Nö. Ich habe alles, was ich für meinen Kampf brauche. Außer Normalpilze. Und das goldene Kolosseum ist zu 100% restauriert. Wir sind die allerersten Fans der Showgeist. Wir waren schon Fans, bevor sie berühmt wurden. Ein besserer Fan kann man nicht sein. Und ich glaube nicht, dass passiert. Und ich glaube nicht, was passiert ist. Als er dann an der hinteren Wand ankommt, er geht auf die Kisten los, als wären sie seine größten Feinde. So, als hätte er nach etwas gesucht. Aber nach was? Was kann in den Kisten sein? Niemand wird es je erfahren. Uhahaha. Ich die Nerven verloren, was? Hey, ich wollte eben einfach wissen, was in den Kisten ist. In Ordnung? Speichern. Hallo Mario, wir haben da etwas für dich. Und zwar haben uns berichtet, dass eines der wertvollen Fossilien aus dem Kupfercanyon gestohlen wurde. Unsere fortschrittliche Schatzsuchtechnologie hat es uns ermöglicht, es bis hierher zu verfolgen. Und hier ist es. Mir wurde gesagt, dass du mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sein würdest. Also keine Zurückhaltung, du kannst mich ruhig umarmen. Umarmen Knochen, wenn dir das lieber ist. Okay. Noch eine Karte. Erneut. So, dann hast du total ausgewogen wie ein Waschlappen. Du bist so stark. Und jetzt. Gebreitos Nummer 1, 2, 3. Nein, 3, 2, 3, 4. Ende der Durchsage. Und jetzt ab zum Hauptquartier in Port Bristner auf unseren Anführer warten. Lesen muss man können. Aber ich habe extra den Block nicht zerstört, weil den sollten die zerstören. Die dürfen auch ein bisschen Spaß haben.
Waren da etwa die ganze Zeit drei Gelbe, oder? Dritter Tod in meiner Umkleide? Ach, du armer, armer. Wir können bei Vorauswahl. Ja. Ja. Selbstverständlich. Gib mir eine Minute, um das zu erklären. Es ist ja nicht etwas verwirrend, denn gemein muss nicht schlecht sein, weißt du? Lass es mich umformulieren. Willst du sagen, dass du ein harter Knochen bist? Na klar. So schnell fährst dir kein Stück in die Knochen? Ich würde sagen schon. Du hast alles für die Knochen. Du hältst für alles die Knochen hin? Knochen klingelt. Ja, Knochen. Großer Kampf! Auszeichnet! Eine Antwort, die alles andere als verknickert ist. Kannst du dieses Mal mit einem Holzbrett auf meinen Kopf schlagen? Vielleicht die gleiche Wirkung. Spring einfach auf die Plattform. Dun 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 dun. Dino Mario, da ist er. Der große Farbstern. Gelb. Aha. Ich wusste doch, dass du nicht widerstehen könntest. Würdest, wenn es. Wenn ein Gelb. 99. Ich wusste doch, dass du nicht widerstehen könntest. Können würdest, wenn ein großer Farbstern Spiel ist. Willkommen zum großen Kampf und zu deinem Ende. Und Luigi wieder. Er wollte auch mit zuschauen, aber wollte sich keine Karte zu leisten. Ja. Ja, 300 Münzen, damit ich nicht verrate. Ne, du. Zu spät. Da sind ja auch die Showguys. Eigentlich zeigen wir ihm, was ein wirklich cooler Kampf ist. Eigentlich sollte was anderes passieren, aber... Das müsste doch halbwegs reichen, oder? Ach du liebe Güte, doch nicht. Ja, das tue ich, um Karten zu verbrauchen. Aber so muss es auch nicht sein. Warum?
Ich werde wahrscheinlich ein paar Mal das Raten jetzt nutzen. Ein Goomba. Okay, in der Kopie erhalten auch ganz gut. Hey! Die krieg ich gleich zurück, Kleiner. Hör mal einen Anflug, sehr witzig. Klaut er mir aber die Karte. Und eine Sternkarte, oder ist eine Sternkarte? Können wir das Kartenrad nutzen? Alter, welche Karten sind jetzt dabei? Keine, die ich wirklich brauche oder haben will. Dafür gibt es einfach die dann. Ich glaube, die müssen reichen. Hoffentlich. Vielleicht hätte auch einer gereicht. Und der erste Showgeist. Ein großer Applaus bitte für den Publikumsliebling, die unvergleichlichen Showgeist! Mir tut's irgendwie leid um die. Mist! Ich war gerade abgelenkt. Ja, nein, die glaube ich mir jetzt bitte nicht. Showgeist sind bald weg. Mario, der ist mit einer weiteren Gruppe aufnimmt. Also wirklich, Mario, kämpf klüger, nicht kläglicher. Oh, na toll. Gartenrad. Wird's los? Ich werde die sowieso nicht irgendwie gerade mehr los. Mist. Egal. Egal. Ah.
Aus diesem Grund habe ich so viel Stachis gesammelt. Nicht wirklich. Ah. Ich verstehe das auch noch. Aufmachen. Aufmachen. Der nächste bitte. Mist, beim letzten habe ich es nicht hinbekommen. Danke, Starry, für deine Hilfe. Warte, Kartenrad nochmal. Nein! Ich könnte es halt langsamer machen. Eigentlich auch egal. Nein, wenn ich langsamer mache, dauert es länger, bis dann die Karte kommt. Ich soll nicht langsam. Endlich! Die würde ich haben. Und? Und noch ein Kampf, aber sicher selbstverständlich, warum auch nicht? Ja. Kartenrad. Da war eine schöne Karte dabei. Die wir auch dann gleich nutzen werden. Denn was gehört zu der großen Show oder großen Kampf nicht besser als die Katze? Es muss eine Katze auftauchen. So, für die letzten drei haben wir noch die Katze. Angeflogen. Wir sind super. Und der Hammerbruder überlebt das trotzdem noch. Kartenrad. Endlich noch ein Pilz. Du machst doch Hämmer. Hier habe ich auch einen wunderschönen Hammer für dich. Grund Nummer 2, warum ich alle Kämpfe mache. Nicht nur, weil es nervig ist, sondern auch dafür. Und noch ein Kampf, aber sicher, selbstverständlich, warum nicht? Mist, das ist nicht die Karte, die ich wollte. Egal. Ach nein! Wieso klaut ihr mir die Schergen? Noch für Ihre Frage, warum hole ich sie nicht zurück? Spin!
Selbst jetzt habe ich wieder mal Anschlag behalten. Ja, ja, Kampf, Kampf. Diese Chance kann man sich nicht entgehen lassen. Das muss ich nutzen. Aber zuvor erstmal die hier wir besiegen. Und wieder ein Scherge. Oh, mir gehen die Starrys langsam aus. Ich dachte nicht, dass das möglich wäre, aber das ist so. Ich weiß ja zum Glück, wo es neue gibt. Spind! Herum. Und so. Mist. Die können wir dann auch mal nutzen. Im nächsten Kampf. Dass er auch mal einen Auftritt hat. Und zur Absicherung gibt es nochmal den. Dass dann immer wieder geklaut wird. Ja. Scherge, Karte, schwach. Ich sag, ich will Karten sparen, also loswerden und hol mir jede Runde eine neue und verbrauche zwei. Ein Pilz noch. Immer sortieren. Okay, wie viele Schergen haben wir noch da? Wollen wir mal sehen, was hier ist. Der Stern. Noch eine Karte. Noch eine Karte. Ich glaube, da in die Menge rein. Und. Oh, dafür bleiben so viel übrig. Ich hole mir eigentlich Dienstkarte für Dienstkarte. Oder Kopie für Kopie. Ja, klau mir ein Scherge. Sollte du mir mal nur den klaust? Das müsste reichen. Und der Eispickel.
Oh, der macht auch Schaden. Da hast du einen Papa mal. Und nochmal. Aber wenigstens nur die paar. Diesmal werde ich etwas Farbe benutzen. Und kein Schergen diesmal. Wieso dachte ich, der würde einen mehr machen? Nein, ich wollte die andere Karte haben. Egal. Schon sagen, nicht noch den dritten Schwung, den brauche ich für den. Also die Menge. Ich wollte jetzt wirklich mal. Du liebe Güte. Kurz Verzögerung, aber trotzdem hat es geklappt. Und den klaust du mir. Scherge und. Bin mir nicht sicher, wie das war. Wieder eine Kopie. Wir brauchen wir den ganzen Stream, nur für dieses eine Level gerade. Und schon wieder steht das ganze Haus in Flammen. Und hier haben wir unseren Helden in der späten Stunde. Lösch sie, lösch sie. Thank you.
Ich hab langsam doch genügend. Ich hab keine Karten mehr. Ja. Gott, damit sieht die Drohne. Ich will keine Karte nutzen, der Dingse. Obwohl, die kann ich nutzen. Und dann kann ich immer noch austesten, wie viel das macht. Und wieder aufmachen. Ach. Hat ja funktioniert. Und nochmal Erweiterung. Das nächste, wenn ich das mache. Nein! Nein, nein, nein! Bitte, schaff die Flucht, Mario! Jetzt schaff es, Mario. So. Wo seht euch alle? Mario hat einen Stern. Niemand kann ihn aufhalten. Spike, Karte. Und der Sieger geht. Und der Sieger geht an Mario! Doch nun kommen wir zum Höhepunkt der Veranstaltung. Der Gewinner nimmt den großen Farbstern mit nach Hause. Und hier kommt er. Der Meister der Missgunst, der Killer des Kolosseums, der Champion! Palm! Schopf. Nee, Iggy. Ah, du sollst dein Gesicht sehen? Nein, wirklich, du können wir mal einen Spiegel bekommen? Ach ja, verarbeiten wir diesen Papiertiger zu Konfetti. Also, ich bin Iggy. Ich werde in diesem Kampf dein frustrierend übermächtiger Gegner sein.
Dann zeig mal, was du kannst, Klempner. Los geht's. Mist, ich wollte nicht verlangsamen. So, einfach nur die großen Sachen nehmen. Du bist also keine totale Farbverschwendung. Nicht loslassen, Jungs. Jetzt wird mit voller Kraft unserer Streitwagen. Die volle Kraft unserer Streitwagen zum Spiel begonnen. Ja, das ist zu einfach. Ich lasse einfach meine Schergen die Arbeit machen, während ich mich zurücklehne. Bist du dir sicher? Ich nehme dich aber. Ach. Was sollen die schon ausrichten können? Dann nehme ich auf einmal meinen Hammer, um den ersten Schaden kaputt zu machen. Oh nein. Scherz, unsere Streitwagen erwischst du nicht. Was ist los, Mario? Läuft's mit dem Kampf nicht so, wie du es gern hättest? Na, so ein Pech. Und die Pechträne ist noch nicht zu Ende. Ich in einer Reihe auf den Jungs. Oh, wenn du so haben willst. Krieg ich zufällig nochmal? Nein, schade. Die, die wir einsetzen sollen und die, die einfach dazu passt. Knochenpower! Denn wir sind doch ein zäher Knochen. Los! Holt ihr das Knöchelein! Ach Mensch, und dabei hat der Verkäufer mir doch gesagt, er wäre unbesiegbar. Hoffentlich ist da doch ja ein Herstellergarantie drauf. Nee, kriegen. Ja, noch einmal, weil es schön war. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie jemand hier. Timing hingemacht. Und schnell, bevor er noch einen neuen Streitwagen sich holt. Thank you.
kommen. Bye bye. Die Menge ist außer sich vor Freude. Uff, ich hab in meinem eigenen Kolosseum verloren. Wie peinlich. Dann hol dir den großen Farbstern halt. Ist ja nicht so, dass ich dich aufhalten könnte. Und ihr da auf der Zuschauerplätze, ihr könnt euch verziehen. Es gibt nichts mehr zu sehen. Ist das überhaupt eingeschaltet? Also der Gewinner heute ist Mario. Ja, so ist es recht. Ein Hoch auf Mario, ein Hoch auf den Champion. Ein letztes noch. Euer Ticket verfriert euch zu einem mehrstündigen Aufenthalt im Souvenirladen. Viel Spaß. Und darum habe ich mir kein Ticket geholt. Und hier kommt endlich, worauf ihr geweiht habt, der große Preis. Ein großer Farbstern. Warte mal, das ist alles, was er kriegt? Komm schon, Mario, holen wir ihn uns. Ja, denn wir wollen schöne Soundtracks hören. Wunderschön. Und jetzt wird die riesige Münze eingefärbt. Und Platsch. Wir haben es geschafft. Der große Gelbfarbstern ist zum Prismabrunnen zurückgekehrt. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Mario und du natürlich auch, Fabian. Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich bin der große gelbe Farbstern. Ich dachte, du wärst der große pinke Farbstern. Ich erinnere mich an etwas mehr als der große rote Farbstern. Lasst mich meine Erinnerung mit euch teilen. Bevor uns Bowser über das Land verteilt hat, erschienen seine Schergen. Und so kam der Brief zu uns. Und so wurde auch hier alles zerstört. Und der Brückenliebhaber. Das gibt's doch nicht. Dann waren es also Bowser Schergen, die den Tod Ziffer abgesaugt und ihn dann zu euch geschickt haben. Den Tod, ja. Das muss ein Plan gewesen sein, euch nach Port Prisma zu locken, um die Prinzessin zu entführen. Finden wir auch die anderen großen Farbsteine und verbinden wir ihre Erinnerungen, um mehr über Bowsers Pläne zu erfahren. Also gut, ohne weitere Vorrede feiern wir die Rückkehr des großen gelben Farbsterns. Die Party beginnt. Mit Marsha Prisma Bauchtanz. Und wer tanzt mit? Natürlich Katharinchen. Und wir werden stärker.
Dann wollen wir auch mal gleich wieder. Gehen. So viel zu tun. Aber wir wissen nicht, wo wir anfangen sollten. Dank dem großen gelben Farbstern haben wir auch alle Farblosdecken hier. Doch eins wird klar sein, was im nächsten Part passieren wird. Part. Nicht Part. Ich meine natürlich. Wie viele haben wir überhaupt? Wie viele? Oh. So. Irgendwie komme ich nicht unter die 80. Und kämpfe ich auch nicht. Nach oben ging es zum Professor. Ich sagte doch, ich möchte nicht kämpfen. Ach nein! Eine Goomba-Karte. Wer möchte denn eine Goomba-Karte haben? Oh, hier. Oh, noch eine riesige Wand, die uns den Weg versperrt. Warte mal. Jetzt ist Zeittag. Der große gelbe Farbstern hat die Münze für uns eingefärbt. Nun sind wir aber wirklich reich, Mario. Wir können Leute anheuern, die die Farbstern für uns suchen und selbst am Strand liegen. Hahaha. Fabian, es ist nur eine riesige Münze. Problem ist nur, es ist nur eine riesige Münze. Was? Das hat nur als eine Münze gezählt, Menno. Dabei war sie so groß. Das ist nicht fair. Das war's dann wohl mit den Faulenzen am Strand. Bam bam ba da da ba da da bam dam dam. Ja, die zählt auch immer nur als eine Münze. Eine Münze ist eine Münze, egal wie groß die ist. Das macht Lust auf mehr. Problem ist nur. Ich möchte wissen, was im Brief steht. Von Prinzessin Peach. Und der Hintergrund ist eine Flasche. Peach Post 3. Mario, mir scheint, dass diese Luftgaleere sich bald an ihr Zielort ankommt. Doch wenn ich mich um sie, ist dort nur ein endloses Wolkenmeer. Wir müssen uns
unmesslich hoch über den Boden befinden. Oh, was geschieht nur? Fliegen das Schiff etwa in etwas hinein? Doch wo befinden uns? Doch wir befinden uns mitten in der Luft. Wo sind wir hier nur? Ich würde sagen, ein Bowsers Luftfestung. Wir haben noch etwas Zeit. Für ein neues Level? Nein. Für Schnick, Schnack, Schnuck? Nicht so Interesse. Der Kotter-Tempel? Nein. Doch es muss leider sein. Leider, leider, leider. Oh, da? Nee. Wir gehen jetzt nochmal zum Bonsai-Hain. Bonsai-Hain. Denn? Ich bin der Anführer der gelben Ritter dort. Wir sind hier, um dich bei deinem Erbe nach Kräften zu unterstützen. Zumindest theoretisch. Wir wurden informiert, dass dir diese Rübe den Weg versperrt. Also sind wir gleich angerückt. Du warst da, bevor ich hier war. Also, ja. Aber keiner der Elften meiner des Trupps ist bisher angekommen. Bin mir nicht sicher, ob sie meinen Zettel am Kühlschrank gelesen haben. Wenn du Gebretos in der Ritterrotunde in Port Prisma siehst, schick sie bitte hierher zu mir. Ja. Ja. Du immer noch blöd. Los, Gumba, zeig es ihm. Na toll, ist er Gumba. Na toll, die falsche Karte geholt. Ach, den ich gleich verbrauchen. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, die Ganoven-Geigarte! Wenn wir schon mal hier sind. Auf Nummer ins Kolosseum. Denn uns hat der eine Kampf nicht gereicht. Das hier ist mein Umkleide, aber ehrlich gesagt ist es hier draußen im Gang sehr viel bequemer. Zumindest red ich mir das so ein. Ist der Knochen jetzt auch hier? Er ist ernsthaft hier. Was ist dann?
Aber passt, der Grünkopf geht in die Verjährung, jetzt oder nie, gebt alles! Und ich hole mir wieder den Stern. Weil hier tauchen auch alle Shy-Guy-Farben auf. So kann man sich auf jeden Fall sehr leicht farbige Shy-Guys holen. Und was ist jetzt am mit dem Kupfer Canyon? Das gehen wir jetzt noch nach. Was ist jetzt nun oben beim Kupfer Canyon? Ja, der Knochen fehlt für immer. Du hast den Knochen wirklich gefunden? Da bin ich froh, dass diesen Fossilienräubern einmal jemand den Riegel verschoben hat. Doch das war es nun auch gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.